Irgendwann ist es soweit. Nach einem langen Arbeitsleben und erfolgreicher Praxistätigkeit denkt man ans Aufhören. Ich habe mal überlegt und bin nach Abzug der nicht genommenen Urlaubstage, der 50-Stunden-Woche im Schnitt, auf, ich glaube, 48 Jahre beruflicher Tätigkeit gekommen. Und ich dachte, das sei doch nun wirklich ausreichend. Prima. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich. Danke auch. Der Radiologe Dr. Heinz-Peter Haupt suchte einen Nachfolger. Das war gar nicht so einfach. Zeitungsannoncen und auch die Suche über Social Media ergaben nichts. Über die KV Rheinland-Pfalz hat es dann geklappt. Dr. Franz Xaver Peres wollte sich verändern. Ich war ja längere Zeit Oberarzt an der Uniklinik in Mainz und danach dann auch im Brüderhaus hier in Koblenz. Und ich habe schon immer damit mit dem Gedanken gespielt, mich niederzulassen. Mein Vater ist selbst auch niedergelassen, also das heißt, ich komme so ein bisschen aus der Ecke und irgendwie eine Zeit lang im Krankenhaus mit den vielen Diensten und so weiter und so fort. Dann habe ich mir immer gedacht, vielleicht ist doch die Niederlassung das Richtige für mich. Wir haben vereinbart, dass wir eine Übergangsphase machen. Die begann bereits im Oktober letzten Jahres, als mein Nachfolger eine Eingewöhnungsphase durchlief, die man laut KV-Recht ein halbes Jahr lang machen darf, und haben dann gesagt, das nächste halbe Jahr mache ich dann als Entlastungsassistent weiter. Das war eine sehr große Hilfe. Also gerade jemand, der so erfahren ist wie der Dr. Haupt, der dann noch immer im Routinegeschäft da ist und einem noch helfen kann und Tipps und Tricks gibt. Und ich meine, er war ja zusätzlich natürlich auch jemand, der die ganze Bürokratie oder das Praxismanagement durchgeführt hat. Und wenn so jemand nicht an der Seite steht, dann schafft man das, glaube ich, nicht. Regularien, Formalien, Antragstellung, aber auch alles, was mit Finanzierungen zu tun hat, mit Verträgen zu tun hat, mit dem Personalmanagement. Das sind doch Dinge, die mir in den letzten 20 Jahren alleine oblagen und die man nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal, aus dem FF heraus gemacht hat. Und damit jemand völlig Neuen zu konfrontieren, der sich zum einen in der Selbstständigkeit wiederfinden muss, zum anderen aber eben auch mit diesen Personalangelegenheiten konfrontiert sieht, das schien mir doch recht engagiert. Und von daher habe ich gerne angeboten, diese Zeit begleitend noch mitzumachen. Aber wie gesagt, dann vergleichen wir gleich mal die Untersuchungen und dann sage ich Ihnen, ob es da irgendeine Veränderung gibt. Einen sanften Ausstieg für den Praxisabgeber und einen sanften Einstieg für den neuen Gesellschafter. Nach einem kurzen Reinschnuppern hat Dr. Peres seit Anfang 2024 den vollen Vertragsarztsitz von Dr. Haupt übernommen. Dr. Haupt ist nun angestellt. Erst in der Funktion eines Kennenlernassistenten, dann als Entlastungsassistent. Beide Funktionen sind zeitlich begrenzt und sorgen für genügend Flexibilität bei Ein- und Ausstieg, beim Abgeben von Aufgaben und dem Neulernen. So ein Unternehmen ist in gewisser Weise auch eine Familie. Wir verbringen so viel Zeit miteinander, dass es einfach ohne ein gutes Miteinander nicht geht. Also von daher kann ich nur sagen, ich habe eine sehr nette Truppe gehabt die letzten Jahre und ich scheide mit schwerem Herzen.